Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich ein Hufverband mache. Aus gegebenem Anlass, dass die mir momentan ein Eisen verloren hat und ich ihm dann immer gerne einen Hufverband mache, damit der Huf etwas geschützt ist, es für ihn einfach angenehmer ist und einfach auch nichts ausbrechen kann. Da er sehr empfindliche Hufe hat, bricht bei ihm leider sehr schnell etwas aus und man kann quasi zusehen, wie der Huf einfach weniger wird. Und da wir sehr viel Beton haben, beziehungsweise sie momentan lieber auf Beton stehen statt im Paddock, weil der relativ nass ist, ist das die beste Alternative für uns, bis der Schmied kommt und das Eisen wieder drauf machen kann. Ich zeige euch nur meine Variante, wie ich das Ganze mache. Das kann man wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Varianten machen. Was besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich habe meine Erfahrungen hier mitgemacht und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit und habe das Ganze über die Jahre so ein bisschen perfektioniert. Und das zeige ich dir jetzt. Für einen Hufverband brauche ich ein Pony, was ein verlorenes Eisen hat oder irgendwelche Probleme mit dem Huf, weshalb man einen Hufverband machen sollte. Ein Handtuch, damit ich ihn dann da draufstellen kann und das nicht alles immer so dreckig wird, damit der ganze Kleber dann auch besser hält. Dann eine Haftbandage. Das sehen wir gleich noch, wofür wir das brauchen. Eine Windel für Neugeborene, die eignen sich besonders gut für relativ kleine Hufe, zum Beispiel halt von Isländern. Stimmers Huf passt da perfekt rein und deswegen benutze ich die. Ein Panzertape, ein Hufauskratzer und eine Schere. Als allererstes versuche ich, den Huf möglichst sauber zu bekommen, damit sich weniger Bakterien da drin bilden können und der Huf nicht anfängt zu gammeln. Mein nächster Schritt ist es dann, den Huf in die Windel zu packen. Die Windel ist ziemlich praktisch, weil sie nicht wirklich Feuchtigkeit von außen aufsaugt und sehr einfach zu befestigen ist. Zudem ist er dadurch schön weich gepolstert. Und ich brauche nicht so viel Material. Außerdem ist es gut, wenn man jetzt zum Beispiel einen Angussverband machen möchte, dass dann nicht alles gleich wieder rausläuft, sondern es bleibt halt dann wirklich in der Windel. Schritt 3 ist es nun, die Haftbandage um die Windel zu wickeln, damit das alles nochmal ein bisschen stabilisiert wird und ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Damit es dann hinterher einfacher ist, mit dem Panzerband dann darüber zu kleben. Natürlich dann alles mit der Schere abschneiden, weil reißen kann man das nicht so gut. Und wenn man eine gute Haftbandage hat, dann klebt die tatsächlich auch und dann muss man die nicht noch wieder extra mit Panzerband festkleben. Aber mit nicht richtig kleben, dann funktioniert das genauso und die helfen und stützen genauso gut wie das hier. Als nächstes kommen wir zum wohl wichtigsten Part meines Hufverbandes und zwar dem Panzertape, wodurch das Ganze überhaupt haltbar wird. Ich ziehe dann immer so 10-15 cm Streifen vom Panzerband ab, reiße die schon mal und befestige die dann am Putzkasten. Einfach weil man sie dann ganz leicht wieder davon abziehen kann und nicht noch während man den Huf hochhält mit der Rolle rumhantieren muss und ich damit einfach so die beste Erfahrung gemacht habe. Ich gehe dann also mit dem Panzerband quasi einmal um den Putzkasten rum und fange dann an, das Beste mir anzukleben. Beim Kleben beginne ich als erstes mit der Sohle, weshalb ich auch Streifen mache. Diese Streifen sparen einfach Material. Wenn man das jetzt immer alles komplett um den ganzen Huf wickeln würde, würde man sehr viel mehr Material verwenden und man bräuchte es oberhalb gar nicht, aber unterhalb läuft es sich dann halt schon manchmal ab und deswegen braucht man da halt besonders viel. Ich fange dann an, das an der Zehe sehr doll zu verstärken, einfach weil ich gemerkt habe, dass er das da am meisten abläuft. Und die ersten 4, 5, 6 Streifen sind halt wirklich nur an der Zehe. Und wenn ich da dann meine ersten Lage an der Zehe angebracht habe, mache ich dann so Querstreifen, also relativ waagerechte Streifen über den Huf. Wenn alle Streifen aufgebraucht sind, muss man natürlich neue reißen. Das zeige ich euch jetzt nicht noch einmal, das habe ich euch ja schon gezeigt. Ich gehe meistens so 3 bis 4 Mal um den Putzkasten rum, das reicht mir dann für die Sohle und dann weiß ich, dass er den auch nicht wirklich durchlatschen kann.
Mein Schema ist es, dass ich erstmal sehr die Zehe verstärke, dann fange ich mit waagerechten Streifen an, gehe dann wieder zur Zehe, fange dann mit senkrechten Streifen an, gehe wieder zur Zehe, mache wieder waagerechte Streifen, gehe wieder zur Zehe, mache wieder senkrechte Streifen, damit ihr so ein bisschen versteht, was ich tue. Damit habe ich einfach die beste Erfahrung gemacht, wie man das Ganze am haltbarsten kriegt. Erstens, damit er sich den nicht gleich komplett auszieht und damit er den nicht komplett durchlatscht. Und dazu kann man so halt doch relativ viel Material sparen. Wenn ich mit der Sohle zufrieden bin, man kann ja mal nicht genau sagen, wie viele Lagen das jetzt wovon sind. Das ist einfach so Gefühlssache und Erfahrungssache. Das muss man für sich selbst herausfinden. Fange ich dann an, auch den Rest mit dem Panzerband zum Kleben. Damit nehme ich jetzt die ganze Rolle in die Hand, ohne einzelne Streifen zu machen, damit das Ganze sich nicht so schnell lösen kann. Und da gehe ich echt um den ganzen Huf. Dabei muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man den nicht zu eng macht, nicht, dass man den Huf abschnürt, aber auch das ist einfach Erfahrungssache. Wenn er zu locker ist, dann zieht er sich den aus. Wenn er zu eng ist, habe ich Angst, dass ich ihm seinen Huf abschnüre. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man da so ein Mittelmaß findet. Aber ich gehe auch da immer wieder mit der Rolle über die Sohle, einfach damit die Streifen dann noch befestigter werden. Am Ende sieht das Ganze dann bei mir so aus. Ich gucke mal, dass nichts mehr von der Windel oder von der Bandage rausguckt. Einfach weil ich nicht möchte, dass sich das sofort vollsaugt, wenn er im Regen steht. Und ja, deswegen sieht das so aus. Wenn man den jetzt angießen möchte, sollte man noch ein bisschen was oben rausgucken lassen. So sieht das Ganze nun bei mir aus. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.